Sehr verehrte Frau Köhler, sehr geehrter Bundespräsident, sehr geehrte Frau Ulrike Köhler, sehr geehrte Frau Dr. Storz, liebe Frau Grüters, sehr verehrter Herr Richtlein. Zunächst einmal möchte ich mich natürlich ganz, ganz herzlich bedanken für diese wunderbare Auszeichnung und Anerkennung unserer Forschung. Dieser Preis ist extrem wichtig, um die Forschung zu unterstützen an seltenen Krankheiten. Und ich möchte Ihnen hier auch zeigen, dass es nicht nur die Bedeutung des Verständnisses der seltenen Krankheit an sich, sondern weit darüber hinaus seltene Krankheiten unglaublich wichtig sind für das Verständnis des Menschen, der Biologie des Menschen und von Krankheiten, an denen fast alle von uns früher oder später einmal leiden werden. Und das werde ich Ihnen zeigen. Und ich werde Ihnen hier aus der Forschung berichten. Nun, hier sehen Sie zwei Jungs. Und von diesen zwei Jungs möchte ich heute erzählen. Und nun sehen Sie unschwer zu erkennen, dass beide dieser Kinder an schwerer Krankheit leiden. Und Sie würden jetzt erstmal natürlich sagen, die beiden haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Vollkommen verschiedene Krankheitsbilder. Dem ist aber nicht so. Die haben vererbte Fehlfunktion in sehr nah verwandten molekularen Prozessen. Aber diese beiden haben nicht nur miteinander sehr viel zu tun, sondern sie haben auch mit uns allen extrem viel zu tun. Denn Sie werden sehen, dass viele dieser Krankheitsbilder diese Krankheiten sind, die auch Volkskrankheiten sind, die wir nämlich alle früher oder später einmal entwickeln werden. Nun, auf der linken Seite sehen wir einen Patienten, der an Xeroderma pigmentosum leidet. Hier ist ja unschwer zu erkennen, dass es hier zu einer Bildung von vielerlei Hautkrebsen schon gekommen ist im Kindesalter. Bei uns dauert der Hautkrebs Jahrzehnte, bis er sich entwickelt. Er entwickelt sich auch, wenn wir zu viel der Sonne ausgesetzt waren. Und als man in den 60er Jahren, in den späten 60er Jahren von Xeroderma pigmentosum Patienten Zellen isoliert hat und dann diese Zellen UV-Licht ausgesetzt hat, hat man gemessen, dass diese Zellen im Gegensatz zu Zellen von normalen Menschen nicht reparieren können, die UV-Schäden nicht reparieren können. Und damals hat man erkannt, das erste Mal aufgrund von Untersuchungen bei solchen Patientenzellen, dass die DNA-Schäden, die durch UV ausgelöst werden, dass die zur Krebsentstehung führen. Und es wurde dann natürlich auch offensichtlich, wie man diesen Kindern helfen kann. Nämlich dadurch, dass man so gut wie möglich versucht, sie vor dem UV-Licht zu schützen. Und das kann man machen. Es gibt inzwischen Kleidung. Die ist ganz ursprünglich mal entwickelt worden für die NASA, denn Astronauten, die zum Mond fliegen sollten, waren ja sehr hohen UV-Belastungen ausgesetzt. Aber diese Stofffasern kann man natürlich auch nehmen, um daraus Kleidung zu machen. Man kann die Fenster schützen mit Folien, man kann die Leuchtstoffröhren austauschen gegen LED-Licht zum Beispiel. Man kann Sonnenschutz, hoher Sonnenschutzfaktor nehmen und so kann man das Leben dieser Kinder dramatisch verbessern. Denn die schlimmste Auswirkung von Xeroderma pigmentosum ist der Hautkrebs. Die Patientenorganisation, die Selbsthilfegruppe XP Freunde, und ich bin sehr froh, heute Abend auch Vertreter von dieser Selbsthilfegruppe begrüßen zu dürfen, die leisten eine fantastische Arbeit. Denn wenn einer Familie diese Diagnose gestellt wird, dann ist es diese Selbsthilfegruppe, die den Familien hilft, die Kleidung zunächst einmal zur Verfügung stellt. Und ganz im Gegensatz verhalten sich andere Teile der Gesellschaft und vor allen Dingen hier die Krankenkassen, die diese Patientenfamilien im Regen stehen lassen. Denn die zahlen durchaus, wenn es erstmal zur Tumorentstehung gekommen ist, dann wird die Behandlung des Tumors bezahlt. Es ist absolut abstrus, absolut absurd. Denn wir wissen, wir können die Tumorbildung hier verhindern.
Und da machen sich die Krankenkassen leider einen schlanken Fuß. Und das muss sich ganz klar ändern. Wir sehen auf der rechten Seite hier einen Patienten im Alter von 9 Jahren. Als dieses Kind, Baptiste, geboren wurde, sah man ihm zunächst überhaupt nichts an. Aber schon im frühesten Kindesalter zeigte er ein erheblich verzögertes Körperwachstum. Er blieb Zeit seines Lebens sehr klein und entwickelte schon in seinem ersten Lebensjahrzehnt eine weite Spannbreite von Pathologien, die wir normalerweise ja erst kriegen, wenn wir im hohen Alter sind. Und hier, man sieht das ziemlich offensichtlich, Retinazellen haben degeneriert, es kommt zu Sehverlust, es kommt zu Hörverlust, es kommt zu einem Abbau im Nervensystem, es kommt zu Arterienverkalkung und ein Jahr, nachdem dieses Foto aufgenommen wurde, verstarb er. Und diese Cocaine-Syndrom-Patienten versterben so im Schnitt mit 12 Jahren, also altern im Zeitraffer. Nun hat man erkannt, dass bei beiden dieser Fälle ursächlich Fehlfunktionen in der Reparatur des Genoms vorliegen, aber so ganz andere Auswirkungen haben. Wie kann das sein? Unser Genom, das sind 2 Meter DNA in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers, enthält sämtliche Informationen zu Baufunktion der Zelle und ist aber weniger stabil, als wir es so gerne hätten. Denn die DNA in jeder einzelnen Zelle ist Zehntausenden von Beschädigungen ausgesetzt. Diese Beschädigungen können von außen kommen, also UV-Strahlung zum Beispiel, ganz klar, viele Arten der Strahlung, Chemikalien. Besonders effizienter Weg, sich DNA-Schäden einzufangen, ist das Rauchen zum Beispiel. Funktioniert wunderbar. Aber auch aus dem ganz normalen Stoffwechsel der Zellen entstehen so zum Beispiel reaktive Sauerstoffe, die DNA beschädigen. Und die DNA-Schäden kommen in sehr, sehr vielen verschiedenen Arten und Weisen. Es gibt Brüche im DNA-Strang, es gibt chemische Veränderungen, es gibt Änderungen in der Struktur und so weiter und so fort. Viele, viele verschiedene Arten. Aber was nun wichtig ist und was die Forschung gezeigt hat, ist, dass es 2 grundsätzlich verschiedene Folgen haben kann von diesen DNA-Schäden. DNA-Schäden können nämlich zu Veränderungen in der Erbinformation führen. Das sind Mutationen. Das heißt, da wird die Gensequenz verändert und damit auch die Funktion von Genen. Und wenn das zum Beispiel bei Genen passiert, die dafür zuständig sind, das Zellwachstum zu kontrollieren, wir haben ja zum Beispiel Hautzellen, müssen ständig erneuert werden. Und dieser Erneuerungsprozess, der ganz normal tagtäglich in uns vorgeht, der muss genauestens kontrolliert werden. Denn wenn Zellen sich zu viel teilen, kommt es zur Krebsentstehung. Und dafür sind eben Gene, sogenannte Tumorsuppressorgene, also Gene, die die Krebsentstehung unterdrücken, oder Onkogene, das sind Gene, wenn sie besonders aktiv sind, das Zellwachstum anheizen und damit zur Entstehung von Krebs kommen, wenn diese Gene verändert sind. Und genau das passiert bei Xeroderma pigmentosum, dass UV-Schäden zu Mutationen werden und damit zum Krebs. Nun gibt es aber auch einen ganz anderen Effekt von DNA-Schäden, nämlich wenn diese DNA-Schäden verbleiben und dann zum Funktionsverlust führen. Gene müssen ja abgelesen werden, um benutzt zu werden. Und wenn ein Schaden verbleibt, dann kann dies eben zum Funktionsverlust führen oder gar zum Zelltod. Und das führt dazu, dass zum Beispiel Stammzellen sich nicht wieder regenerieren können. Das ist zum Beispiel wichtig bei der Haut, beim Darm, bei ganz vielen verschiedenen unserer Gewebe. Oder dass durch Zelltod Gewebe degenerieren, absterben. Zum Beispiel unsere Nervenzellen, wenn wir alt sind. Und deshalb führen DNA-Schäden zur Alterung.
Und genau diese extremen Auswirkungen sehen wir in extrem verkürzter Zeit bei diesen Patienten. Nun haben sich schon früh in der Evolutionsgeschichte Reparatursysteme formiert, denn unser Leben setzt voraus, dass wir diese Zehntausenden von Schäden, die ständig auftreten, reparieren können. Nun, die Arbeit an Zellen, die von Xeroderma pigmentosum, von Cocaine-Syndrom-Patienten und anderen Patientengruppen isoliert wurden und untersucht wurden. Diese Arbeit zusammen mit Arbeit in einfachsten biologischen Organismen, wie zum Beispiel Bakterien, haben ein Reparatursystem aufgezeigt, das von enormer Komplexität gekennzeichnet ist. Dieses Reparatursystem heißt Nukleotid-Exzisionsreparatur. Nukleotide, das sind die Bausteine der DNA, Exzision von lateinisch ausschneiden, also genau das, was es macht. Es schneidet die beschädigten Bausteine der DNA heraus. Um diese beschädigten Bausteine herauszuschneiden, müssen sie aber erst einmal erkannt werden. Wenn also hier, schematisch dargestellt, die DNA zum Beispiel durch UV-Licht beschädigt ist und es zu einer Veränderung in der Struktur der DNA kommt, dann muss zunächst dieser DNA-Schaden erkannt werden. Und dazu gibt es nun zwei ganz unterschiedliche Erkennungsmechanismen. Und zum einen gibt es dieses System, was hier in Rot gezeigt ist, das global das gesamte Genom überwacht, die ganzen 2 Meter der DNA in jeder einzelnen Zelle. Und das wird initiiert durch Eiweiße, die ganz bestimmte Veränderungen der Struktur erkennen können. Das geht los hier mit dem XPC. Und das steht für Xeroderma pigmentosum C. Das ist nämlich kodiert von einem Gen, das mutiert, also fehlfunktioniert bei Patienten, die dann Xeroderma pigmentosum entwickeln. Denn ohne XPC kann dieser Schaden nicht erkannt werden. Jedes Mal, wenn dann die DNA kopiert wird bei der Zellteilung, kommt es zu einer Mutation, zu einem Fehler in Gensequenzen. Wenn aber XPC funktioniert, dann sammeln sich hier weitere Eiweiße an, die dann diese Doppelhelix öffnen, verifizieren, dass da wirklich ein Schaden ist und dann schneiden die Exzision. Es wird der beschädigte Teil ausgeschnitten und neu gebildet. Und Sie sehen schon, es gibt viele verschiedene Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Und alle diese Faktoren, die hier abgebildet sind, bei denen hat man Mutationen, Veränderungen gefunden, die dann häufig zu XP führen. Deswegen heißen viele hier XP. Aber hier kommt dann dazu, dass diese Patienten dann häufig nicht nur diese Hautprobleme haben mit der Hautkrebsbildung, sondern auch zum Beispiel Nervenzellen absterben und solche Patienten haben es dann noch erheblich schwerer, denn da reicht es dann nicht, nur vor UV-Licht zu schützen. Ganz anders verhält es sich aber bei der Schadenserkennung während des Ablesens von Genen. Gene müssen ja abgelesen werden, damit die Geninformation in ein Eiweiß umgesetzt werden kann und eine Funktion ausführen kann. Und während dieses Ablesens kommt es dann an diesen DNA-Schäden zur Blockade des Ablesevorganges und dann schlägt das CSB-Eiweiß, Cocaine-Syndrom B, schlägt Alarm, zieht das Cocaine-Syndrom A an und initiiert die gleiche Reparatur. Wenn es nun zu Fehlfunktion kommt, also wenn Mutationen vorliegen im Gen, was CSB oder CSA kodiert, dann kommt es zum Cocaine-Syndrom. Das Wachstum, das postnatale Wachstum, ist stark verzögert und schon im ersten Lebensjahrzehnt treten Alterungserscheinungen auf. Nun ist diese ganze Sache nicht nur mechanistisch extrem komplex, sondern auch die Verbindung von dem Genotyp, also der Mutation, die man findet, und dem Phänotyp, der Schwere der Erkrankung. Es gibt auch sogar ganz selten, so ungefähr 12 Patienten hat man in der Welt bisher gesehen, die so eine Kombination haben von XB und CS, sehr selten. Und man versteht bis heute nicht, weshalb ganz
bestimmte Mutationen zu einem Krankheitstyp und die andere Mutation zum anderen Krankheitsbild führen, in vielen von diesen Genen. Und die Komplexität dieser Krankheiten im Menschen ist so hoch, dass wir als Biologen, als Forscher einfache Tiermodelle benötigen, die die gleichen Reparatursysteme haben, aber es uns ermöglichen, zu erforschen, wieso diese verschiedenen DNA-Schäden so ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Was wir gelernt haben über den Alterungsprozess ist, dass die Anhäufung von DNA-Schäden, die bei uns ja unweigerlich auch passiert, unsere Reparatur, die bei uns funktioniert, ist auch nur dafür gemacht, uns für ein paar Jahrzehnte immer wieder zu reparieren, aber es kommt im Alter eben unweigerlich zur Anhäufung von DNA-Schäden. Und irgendwann werden diese DNA-Schäden eine Toleranzgrenze überschreiten, in denen die Zelle nicht mehr funktionieren kann. Wenn die DNA-Reparatur, wie bei Cocaine-Syndrom, gestört ist, dann häufen sich eben diese Beschädigungen sehr früh an und es kommt zum Altern im Zeitraffer. Nun, um die Komplexität zu verstehen, haben wir uns entschieden, das möglichst einfachste Tiermodell zu wählen. Denn als Biologe braucht man immer ein einfaches Tiermodell. Das kann manchmal die Maus sein, wenn man zum Beispiel Krankheitsprozesse wie Krebs und Metastasen und solche Sachen untersuchen will. Das kann die Taufliege sein, das kann auch ein Bakterium sein. Und der Fadenwurm aber war von ganz zentraler Bedeutung für die Alternsforschung, denn Anfang der 90er Jahre hat man das erste Mal einen Fadenwurm isoliert, der doppelt so lange gelebt hat wie ein normaler Wurm aufgrund einer Veränderung in einem einzigen Gen. Das war so die Geburtsstunde der Genetik der Alterung. Als wir dann mal untersucht haben, was genau die gleichen Genveränderungen, die Xeroderma pigmentosum und Cocaine-Syndrom-Patienten in sich tragen, was genau die gleichen Genveränderungen bei dem Fadenwurm auslösen, haben wir etwas ganz Interessantes beobachten können. Nämlich, dass Veränderungen, die beim Menschen zu Xeroderma pigmentosum führen, bei diesem ganz einfachen Fadenwurm zur Instabilität des Genoms, speziell in sich teilenden Zellen führt. Und das ist beim Menschen der erste Vorgang, der zur Krebsentstehung beim Menschen führt. Genominstabilität in sich teilenden Zellen, die dann einfach weiter wachsen und zum Krebs auswachsen beim Menschen. Der Wurm ist viel zu einfach, um wirklich Krebs zu kriegen, aber diese ursächliche Auswirkung haben eben genau die gleichen Fehlfunktionen in diesem Reparaturmechanismen. Wenn hingegen dieser Wurm eine Veränderung hat in den gleichen Genen, die bei Menschen zu Cocaine-Syndrom führen, dann wächst dieser Wurm auch nicht in seiner Entwicklung. Er bleibt ein ganz kleiner Wurm, wenn wir ihn mit UV behandeln. Wenn wir ihn aufwachsen lassen als zum adulten Tier und dann DNA-Schäden einführen, dann altert er viel schneller als ein normaler Wurm. Also er hat genau die gleichen Auswirkungen in diesem ganz einfachen, der Wurm hat noch nicht mal 1000 Zellen, wie beim komplexen humanen Erkrankungsbild. Nun können wir was machen damit. Nun können wir nämlich in einem gesamten Organismus untersuchen, was passiert denn, wenn diese DNA-Schäden verbleiben. Und genau das haben wir uns angeschaut. Mit modernster Technologie, wir haben sämtliche Proteine, sämtliche Eiweiße samt ihren Modifikationen, ihren Veränderungen, die für Aktivität sprechen, analysiert und haben gesehen, dass diese verbleibenden DNA-Schäden, die bei Menschen zu Cocaine-Syndrom führen, eine ganze Spannbreite von physiologischen Prozessen verändern und in der gleichen Weise verändern, wie wir es im ganz normalen Alterungsprozess sehen. Und wir sehen zum Beispiel, dass der Metabolismus verändert ist, dass Prozesse, die die Stabilität von Eiweißstoffen regulieren, verändert sind. Wir sehen Veränderungen an der Struktur der DNA. Und was Sie hier sehen, die Details dieses Netzwerkes, was wir hier gefunden haben, sind gar nicht so bedeutend, aber was bedeutend und was ganz offensichtlich ist hier an diesem Bild, ist, dass das einen Mittelpunkt hat.
Denn wir haben uns angeschaut, wie verbinden sich denn diese verschiedenen Prozesse. Und da ist im Zentrum ein bestimmtes Gen hier und das ist der insulinähnliche Wachstumsfaktorrezeptor. Und was ist das? Das ist ein Regulator eines Signalwegs. Signalwege sind in Zellen unglaublich wichtig, weil alle unsere Zellen im Körper ständig miteinander kommunizieren. Sie erhalten ständig Signale, sie senden Signale aus. Wenn ein DNA-Schaden vorliegt, gibt es ein Signal und das bestimmt dann, was passiert. Und deswegen sind Signalwege von großer Bedeutung. Und sie können ganz fein reguliert werden. Sie können angeschaltet, ausgeschaltet werden, weniger aktiv sein, mehr aktiv sein. Und jetzt schauen wir uns an, was die Auswirkung, was die Funktion dieses zentralen Signalweges in dieser Antwort auf DNA-Schäden im Tier ist. Und wir können uns das ja jetzt in dem ganzen Organismus anschauen. Während der Entwicklung, während des Alterungsprozesses, innerhalb kürzester Zeit. Und das will ich Ihnen jetzt zeigen. Denn ein Signalweg hat immer einen Effektor, auf den es wirkt. Und der schlussendliche Effektor, der dann festlegt, was die Auswirkung eines Signalweges ist, ist ein sogenannter Transkriptionsfaktor. Der bestimmt, ob Gene an- oder ausgeschaltet werden im Kern. Und der wichtige Faktor, der jetzt am Schlusspunkt dieses insulinähnlichen Signalweges steht, der heißt im Wurm DAF16, bei uns heißt es FOXO, ist ein Masterregulator des Alterungsprozesses. Und hier können wir ihn live beobachten, denn hier in diesem Tier ist der nun markiert mit einem Fluoreszenzfarbstoff. Und wir sehen, normalerweise ist dieses DAF16, FOXO beim Menschen, irgendwie verteilt im Wurm und macht gar nichts. Nun aber, wenn wir DNA-Schäden geben, dann verändert er sein Verhalten komplett, dringt in den Kern ein und reguliert da ein Programm von Genexpression. Das heißt, Gene werden angeschaltet, wir haben alle diese Gene gefunden und identifiziert und die Auswirkung dieses Programms zeige ich Ihnen jetzt im nächsten Bild. Und zwar hier. Hier sehen wir nun zwei Würmer. Zwei Tiere, die gleich alt sind, beide können die DNA-Schäden, die wir hier induziert haben, überhaupt nicht reparieren. Genau wie ein Cocaine-Syndrom-Patient. Denn hier im linken Bild sehen wir, der Wurm, obwohl er noch ein eigentlich relativ junger Wurm ist, ist lethargisch, er altert sehr viel schneller, verliert seine Funktion und schon und sämtliche physiologischen Prozesse sind im Zeitraffer abgeschaltet, verlieren ihre Funktion. Im rechten Bild hingegen haben wir einen Wurm, der kann auch keine DNA-Schäden reparieren, aber er hat diesen Transkriptionsfaktor DAF16, diesen Effektor vom insulinähnlichen Signalweg, permanent angeschaltet. Und es ist unschwer zu erkennen, dass dieser Wurm agil ist, er lebt länger und er kann damit trotz der DNA-Schäden, die nicht repariert werden können, sein Leben fortsetzen. Und diese Filme sind von meinem Mitarbeiter Dr. Matthias Rieker gemacht worden, der ist auch heute Abend mit dabei. Was haben wir gelernt daraus? Daraus haben wir gelernt, dass es zwei Strategien gibt, wie ein Organismus die Langlebigkeit erreichen kann. Zum einen ist da die DNA-Reparatur. Und das ist ganz eindeutig. Also wenn wir uns vorstellen, dass in unserem ganz normalen Alterungsprozess bei diesen zehntausenden Schäden, die jede Zelle jeden Tag erfährt, dass natürlich keine Reparatur jemals perfekt ist, wie nichts im Leben perfekt ist, sondern es gibt immer DNA-Schäden, die sammeln sich dann langsam an. Und die DNA-Reparatur verzögert diese Anhäufung von DNA-Schäden. Wenn ein Mensch geboren wird mit Verlusten in der Funktion bestimmter DNA-Reparaturfunktionen, wie zum Beispiel ein Cocaine-Syndrom-Patient, dann häufen sich diese Schäden schon sehr früh im Kindesalter an und es kommt der gesamte Alterungsprozess, der bei uns 70, 80, 90 Jahre dauert, der
findet innerhalb eines Jahrzehnts statt. Langlebigkeitsgene, und da ist der insulinähnliche Wachstumssignalweg so ein Paradebeispiel für einen Langlebigkeitsmechanismus, den man kennt, machen etwas vollkommen anderes. Denn was sie machen, ist, dass sie diese Toleranzgrenze, bis zu welchem Maß kann eine Zelle, ein Organismus, DNA-Schäden verkraften, nach oben setzt. Und wir haben hier genau das Programm identifiziert, das eben diese Toleranzgrenze nach oben verschiebt. Und diese Toleranz gegenüber DNA-Schäden ist etwas, was wir eben dadurch, dass es durch einen Signalweg, der von einem Botenstoff kontrolliert wird, gesteuert wird, können wir ihn natürlich pharmakologisch angreifen. Und darauf basieren wir unser Konzept, dass wir eben hier durch das pharmakologische Ansetzen bei bestimmten Signalwegen genau diese Toleranzgrenze nach oben verschieben können und damit ein Leben ermöglichen können, eine Funktion von Geweben ermöglichen können, selbst dann, wenn die DNA-Reparatur nicht funktioniert. Nun, ich möchte zusammenfassen, was ich Ihnen erzählt habe. Angeborene Fehlfunktionen in DNA-Reparaturgen verursachen Krebsprädisposition, also ganz deutlich bei Xeroderma pigmentosum-Patienten zum Beispiel. Und sie können zu vorzeitiger Alterung führen. Untersuchungen an seltenen Erbkrankheiten tragen maßgeblich zum Verständnis von Krebs und Alterung bei. Wir würden diese Prozesse niemals verstehen, wenn wir nicht verstehen, was bei diesen seltenen Krankheiten passiert. Das ist ein enorm wichtiges Forschungsfeld. Einfache Modellorganismen, und ich habe Ihnen hier den Fadenwurm mitgebracht, sind von großer Bedeutung für das Verständnis komplexer humaner Krankheiten. Wir brauchen die Forschung an einfachen biologischen Systemen, um komplexe Humankrankheiten überhaupt verstehen zu können. Denn die Erkenntnisse aus Tiermodellen eröffnen neue therapeutische Strategien für seltene progredierte Syndrome. Und diese werden auch von großer Bedeutung sein für die Krankheiten des Alterns. Denn es gibt ganz klare Verbindungen zwischen unserem normalen Alterungsprozess und der vorzeitigen Alterung. Und ich habe mich eingangs schon ganz herzlich für diesen wunderbaren Preis bedankt, möchte mich hier noch einmal bedanken für die Arbeit der Eva-Luise und Horst Köhler Stiftung. Das ist eine enorm wichtige Arbeit, die sie leisten für die Patienten, die an seltenen Krankheiten leiden, für die Patientenfamilien, aber auch für die gesamte Gesellschaft, die nicht nur davon profitiert, dass wir bessere Therapien und besseres Verständnis der seltenen Erkrankungen haben, sondern dass wir den Menschen besser verstehen und dass wir menschliche Krankheiten im Allgemeinen sehr viel besser verstehen. Und ich möchte mich auch bedanken bei der AXE für die wunderbare Arbeit, die Sie leisten für die Patienten, für deren Familien. Und es ist auch für unsere gesamte Gesellschaft eine sehr, sehr wichtige Leistung. Und ich möchte mich natürlich am Ende auch bei meinem Team bedanken, die heute Abend auch anwesend sind. Nach dem Vortrag können Sie sich auch gerne mit meinen Leuten unterhalten. Wir sind ein sehr internationales Team und jeder von meinen Mitarbeitern trägt zu unserem Verständnis dieser Krankheiten bei und es ist eine fantastische Aufgabe, sich diesen Fragestellungen zu widmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.